Eva Bachmanns Ehemann Mark Wagner ist 2004 bei einem Tsunami in Thailand verschollen. Die zweifache Mutter fand Trost bei seinem besten Freund Frederik, den sie vor 5 Jahren geheiratet und der ihre beiden Kinder Paul und Nele adoptiert hat. Gleichzeitig musste sie schweren Herzens Mark für tot erklären lassen. Doch plötzlich steht ihr verschollener Mann wieder vor ihrer Tür. Eva? Ja, Eva, du bist es. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Hey, Freddy. Hey, komm mal her. Hey. Es ist auch gut, dich wiederzusehen. Hey. Unglaublich, du lebst. Ja. Ich fass es einfach gar nicht. Du lebst. Wir haben gedacht, du bist tot. Wir haben 10 Jahre nichts von dir gehört. Das kann doch gar nicht sein. Wo kommst du plötzlich her? Ach, glaub mir. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich sofort zurückgekommen. Aber nachdem ich diese Welle erwischt und ich zum Glück überlebt habe, sind alle meine Erinnerungen verloren gegangen. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin und wie ich heiße. Nichts. Du wusstest 10 Jahre nicht, wer du bist? Leider ja. Aber auf einmal hat es Klick gemacht, als ich diese Frau gesehen habe, die Eva so ähnlich sah. Ihr Gesicht hat mich total an dich erinnert. Ja, und dann sind nach und nach meine Erinnerungen wieder zurückgekommen. Ich habe meine Sachen gepackt und bin sofort zu euch geflogen. Sag mal, wo sind denn die Kinder eigentlich? Die sind gerade noch im Kino. Ach so. Komm erst mal ins Haus, ich muss jetzt alles ganz genau wissen. Okay. Puh. Danke. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, ich habe doch keine Ahnung, ich bin doch genauso überrascht wie du. Wie sollen wir es ihm jetzt sagen? Nee, ich glaube, es ist besser, wenn ich erst mal mit ihm alleine rede. Schlaf doch bitte bei einem Kumpel für eine Nacht. Das ist, weißt du, ich bringe das dem schon bei, dass wir jetzt verheiratet sind. Hm. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber bitte ruf mich nachher an und sag mir, wie es gelaufen ist, ja? Ja, klar, mach ich. Mein totgeglaubter Ehemann taucht nach 10 Jahren wieder auf. Ich bin so froh, dass es ihm gut geht, aber gleichzeitig weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Wie soll ich ihm denn beibringen, dass sein damaliger guter Freund jetzt mein Ehemann ist? Und wie reagieren die Kinder darauf, dass ihr totgeglaubter Vater plötzlich wieder da ist? Die können sich doch kaum mehr an ihn erinnern. Für die Teenager Paul und Nele ist Frederik ein liebevoller Vaterersatz geworden, nachdem ihr leiblicher Papa Mark vor 10 Jahren spurlos verschwand. Heute will der Elektriker seiner Frau endlich die tragische Geschichte erzählen, die ihm während der Montage in Thailand widerfahren ist. Naja, und wir hatten ja auch mit dem Rohbau für das neue Hotel gerade angefangen. Und ich wollte zum Essen an den Strand gehen. Ich bin nur bis zur nächsten Ecke gekommen. Da kam schon diese Welle auf uns zu. Ich bin gerannt wie ein Irrer. Und dann hat's mich erwischt. Als ich wieder wach wurde, war alles um mich herum zerstört. Und ich hatte keine Erinnerung mehr. Keine Häuser, nichts. Und überall lang tote Menschen. Das muss ja schrecklich gewesen sein. Ja. Zum Glück hat mich dann eine Thai-Familie aufgenommen. Und die hat sich dann um mich gekümmert. Weil die anderen waren ja alle tot. Ja, aber wie ging's denn dann weiter? In den nächsten Jahren habe ich weiter versucht herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Aber es war hoffnungslos. Irgendwann musste ich mich dann damit abfinden. Ich habe mir dann einen Kellnerjob in einem Hotel gesucht und habe dann auch ein paar Freunde gefunden. Ich habe einfach versucht, ein neues Leben anzufangen. Bis dann diese Frau vor mir stand, die dir so ähnlich sah. Mein Gott, Mark, es tut mir so wahnsinnig leid, wenn ich das alles gewusst hätte. Gedanken. Woher hättest du denn wissen sollen, dass ich noch lebe? Ich wusste es ja selbst nicht. Ja, komm, lass uns mal reingehen. Ja, okay. Eva muss Mark nun erklären, dass sie 5 Jahre nach seinem Verschwinden seinen besten Freund geheiratet hat. Mein Gott, war das schwer. Wir haben dich so vermisst und ich habe dich so vermisst. Aber irgendwann musste ich auch mal wieder nach vorne schauen, allein schon der Kinder wegen. Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte das alles rückgängig machen. Du kannst ja auch nichts dafür. Aber Marc, ich muss dir jetzt was sagen. Also, Frederik, der war wirklich für uns da. Für mich und für die Kinder. Und vor 6 Jahren sind wir uns dann näher gekommen. Heißt das, ihr seid jetzt zusammen? Du, mein alter Kumpel Freddy? Wir sind nicht nur zusammen, wir sind verheiratet. Und um Freddy zu heiraten, musste ich dich für tot erklären lassen. Das ist doch nicht dein Ernst.
Du hast mich für tot erklären lassen. Ihr habt mich einfach aus eurem Leben gestrichen? Wir haben dich nicht einfach aus unserem Leben gestrichen. Wir haben jahrelang nichts mehr von dir gehört. Woher sollte ich denn wissen, dass du überhaupt noch lebst? Es bestand ja überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Mama, sind wieder da. Nele, Paul. Ach, endlich habe ich euch wieder. Kennen wir uns? Das ist Marc. Euer Vater. Es ist so toll, euch wiederzusehen. Auch wenn ihr so groß geworden seid, dass ich euch fast nicht wiedererkenne. Nee, lass mal. Ich hab schon einen Vater und ich kann mich gar nicht an dich erinnern. Sie hat sich ja nicht so gemeint. Ich geh kurz nach dir schauen, okay? Hede! Warte, Hede! Marc, das ist natürlich ein bisschen viel für die Kinder. Ich gehe jetzt gleich mal und red mit ihnen in Ruhe, okay? Hey, Eva. Auch wenn es jetzt Frederik gibt. Ich wollte nur sagen, dass ich dich immer noch liebe. Marc, weißt du, es ist auch gerade alles ein bisschen viel für mich. Also du musst mir auch Zeit geben. Jetzt gehe ich erstmal zu den Kindern, okay? Okay. Mein Gott, ich fühle mich so mies, dass ich nicht weiter nach ihm gesucht habe. Hätte ich doch bloß weiter gesucht. Dann wäre das alles nicht passiert. Dann hätte ich ja Frederik erst gar nicht geheiratet. Aber jetzt liebe ich doch Frederik. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht zwei Ehemänner haben. Neben dem Gefühlschaos plagt Eva die Ungewissheit, ob ihre Ehe mit ihrem zweiten Mann Frederik überhaupt noch gültig ist, da ihr erster Mann Marc ja noch lebt. Deshalb trifft sie sich mit Frederik bei ihrer Anwältin Ulrike Tarsic. Sie hofft, dass die Juristin ihr zu einer rechtmäßigen Ehe verhelfen kann. Ja, also ihr toterklärter Ehemann ist wieder aufgetaucht? Ja. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was zu tun ist. Wir haben ihn ja damals für tot erklären lassen. Und ich bin ja wieder verheiratet. Was hat denn das jetzt alles zu bedeuten? Ihr totgeglaubter Ehemann, der muss und wird die Todeserklärungen wieder aufheben lassen. Das hat dann zur Folge, dass alles, was er damals vererbt hat, nach Aufhebung der Todeserklärung wieder an ihn zurückgeht. Und bedeutet das auch, dass unsere Ehe nicht rechtskräftig ist, weil Marc wieder lebt? Nein, nein, also sie beide bleiben schon Eheleute, weil zum Zeitpunkt der Eheschließung ja er schon für tot erklärt war. Aber Sie, Frau Bachmann, Sie können natürlich, wenn Sie das wollen, die Ehe zu ihm, zu Herrn Bachmann, wieder aufheben lassen. Nein, also das will ich natürlich nicht. Wie ist es jetzt mit den Kindern? Also wird er jetzt wieder Ihr Vater? Nein, also Herr Bachmann bleibt der Vater der Kinder. Das ist ganz klar, weil das Adoptionsverfahren ist ja abgeschlossen. Rein theoretisch könnte der Herr Wagner diese Adoption versuchen, rückgängig zu machen, weil er ja damals als leiblicher Vater nicht seine Zustimmung zur Adoption gegeben hat. Mhm. Also kann Marc die Adoption doch anfechten? Ja, er kann das rein rechtlich gesehen, kann er das schon. Ja? Aber es entspricht natürlich überhaupt nicht dem Kindeswohl, die Kinder dem Herrn Wagner jetzt zu überlassen. Okay? Ja, gut. Gut, prima. Ja. Dann wäre es das erstmal fürs Erste. Ja. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Vielen Dank. Alles Gute für Sie, Frau Bachmann. Schwierige Situation. Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, Eva, was ist los? Bitte mach mir nichts vor, ich kenne dich doch. Frederik, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen. Aber Marc, er hat zu mir gesagt, dass er mich noch liebt und dass er die Familie zurückhaben möchte. Ja, und wie denkst du darüber? Du weißt, dass ich dich liebe. Aber weißt du, Marc war zuerst da und ich bring's auch einfach gerade nicht fertig, ihn einfach so wegzuschicken. Was hast du Marc gesagt? Ja, das Gleiche, was ich dir auch sagen möchte. Gib mir bitte noch etwas Zeit. Ich muss das alles erstmal verdauen. Ja. Okay. Auf diese Antwort habe ich natürlich nicht gehofft. Klar, Marc und ich waren Freunde. Aber jetzt taucht er ja einfach auf und denkt, er kann da weitermachen, wo er vor 10 Jahren aufgehört hat. In den 10 Jahren sind dem Webdesigner die beiden Kinder so sehr ans Herz gewachsen, dass er sie nicht aufgeben will. Aber Eva liebt beide Männer. Und als sie zu Hause Marc die älteren Rechte einräumt, kocht Frederik vor Wut. Und wie war es beim Anwalt? Ja, darüber wollten wir jetzt mit dir sprechen. Könntet ihr uns vielleicht mal für einen Moment alleine lassen? Nein, ich möchte bei Papa bleiben. Nur ganz kurz, okay? Wir reden dann später, ja?
Komm, wir gehen hoch. Also, die Anwältin hat gesagt, dass die Todeserklärung ganz einfach wieder rückgängig gemacht werden kann. Du müsstest eigentlich nur einen Antrag beim Gericht stellen. Mhm. Sie hat aber auch gesagt, dass die Ehe zwischen Eva und mir weiterhin rechtskräftig ist. Ist das wirklich so? Mhm. Ja, das ist wirklich so. Marc, wir waren mal beste Freunde. Aber ich bin jetzt mit Eva verheiratet. Und Paul und Nele sind meine Kinder. Ich war in den letzten Jahren immer für sie da. Wenn Nele zum Beispiel die Mandeln rausbekommen hat oder Paul seine erste Freundin hatte. Ich bin ihr Vater. Entschuldige mal, warum bist du eigentlich gleich so aggressiv? Ich kann doch nichts für das, was passiert ist. Du, ich habe noch mal ganz ernsthaft über deine skurrile Geschichte nachgedacht. Und ich musste ganz offen und ehrlich sagen, ich nehme sie dir einfach nicht ab. 10 Jahre weißt du nicht, wer du bist. Und plötzlich macht es einfach Klick in deinem Kopf. Es war so. Glaubt es oder glaubt es nicht? Selbst wenn es so gewesen ist, warum hast du Eva nicht sofort angerufen, als deine Erinnerung zurückgekehrt ist? Ich meine, soweit ich weiß, gibt es auch Telefone in Thailand. Freddy, jetzt bitte lass ihn endlich mal in Ruhe. Eva, die ganze Geschichte klingt doch vollkommen absurd. Nee, ich finde, dass deine Behauptungen mittlerweile absurd sind. Warum sollte er sich sowas Schreckliches ausdenken? Ja, was weiß denn ich? Ich weiß auf jeden Fall, dass er uns nicht gut tut als Familie. Und deswegen schlage ich dir ganz klar vor, such dir eine andere Bleibe, okay? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Doch. Nee, also Marc bleibt hier. Die Kinder haben ein Anrecht, ihren Vater wieder kennenzulernen. Ich bin auch ihr Vater, oder hast du das schon vergessen? Ich habe ein Recht auf meine Kinder, verdammt nochmal! Das stimmt ja auch, Freddy. Aber Marc hat eine schwere Zeit durchgemacht. Und wir werden uns hier irgendwie schon arrangieren. Ach, hör auf, das bringt doch alles überhaupt nicht. Wo gehst du jetzt eigentlich hin? Ich ziehe jetzt zu einem Freund und denke nach. Und das solltest du gefälligst auch tun, damit du endlich weißt, was du überhaupt willst. Papa, wo gehst du denn hin? Ach komm, jetzt sehen wir uns. Bleib doch hier, warum? Ach, schon gut. Oh Mann, ich habe mich wie ein Vollidiot aufgeführt. Aber ich habe einfach Angst, meine Familie zu verlieren. Ich liebe Eva und die Kinder. Seit einer Woche wohnt Frederik bei einem Freund und meldet sich nicht mehr. Nele und Paul vermissen ihren Adoptivvater sehr und geben ihrem leiblichen Papa die Schuld für Frederiks Rückzug. In diese angespannte Atmosphäre platzt auch noch der Brief von Marks Lebensversicherung mit einer Hiobsbotschaft. Nee, das gibt's nicht. Was ist denn? Das ist ein Brief von deiner Lebensversicherung. Aha. Die haben rausgekriegt, dass du lebst. Und jetzt soll ich 45.000 Euro zurückzahlen? Lass uns doch deine Anwältin fragen, der fällt bestimmt etwas ein. Vielleicht musst du das Geld ja gar nicht zurückzahlen. Außerdem gehört das Haus jetzt ja eigentlich auch wieder mir. Vielleicht ändert das ja etwas, wenn wir es wieder auf mich umschreiben lassen. Hm, da hast du wahrscheinlich recht. Ich gehe die gleich mal anrufen. Okay. Mir war gar nicht klar, welche Konsequenzen das hat, wenn Marks Todeserklärung wieder rückgängig gemacht wird. Ich habe ja meiner Anwältin gar nicht erzählt, dass er überhaupt eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Es gab ja keine juristischen Probleme. Ja, deswegen konnte sie mich natürlich jetzt auch nicht vorwarnen. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Gemeinsam mit Ehemann Marc sucht Eva Anwältin Ulrike Tasic auf. Die 45.000 Euro aus Marks Lebensversicherung stecken bereits in der Renovierung des Eigenheims. Eva hofft, dass sie die Summe nicht zurückzahlen muss. So leid es mir tut, aber die Versicherung kann tatsächlich den ganzen Betrag zurückfordern, selbst wenn sie ihn jetzt schon ausgegeben haben. Ja? Ich meine, sie haben damals nach der Todeserklärung das Geld zurechtbekommen. Und jetzt, wo sie wieder da sind, wo sie leben, fordern die das zurecht zurück. Ja, aber wie soll ich denn so eine Riesensumme auftreiben? Ja, ich meine, okay, ich habe schon mal mit denen telefoniert. Sie müssen die Summe nicht in einem bezahlen. Die wären schon mit einer Ratenzahlung einverstanden, aber 500 Euro im Monat müssten es schon sein. 500 Euro? Ja. Und wovon sollen wir dann noch monatlich leben? Ich suche mir gleich morgen einen Job. Ja, und dann gehen wir durch die ganze Sache gemeinsam. Ja? Okay, ja, das ist lieb von dir. Frau Tasic, ich wollte Sie da noch mal was zu dem Haus fragen. Ja. Das Haus gehört jetzt ja eigentlich wieder mir, auch wenn meine Frau es geerbt hat, nachdem ich für tot erklärt wurde. Aber da ja die ganze Sache jetzt sowieso auf Null gestellt wird, geht das mit dem Haus doch sicherlich auch, oder? Ja gut, nach der Todeserklärung ist das Haus ja auf ihre Frau übertragen worden, so stand es ja auch im Testament. Und nachdem sie jetzt wieder da sind, leben, können Sie beantragen, dass das Ganze rückgängig gemacht wird und es wieder auf Sie überschrieben wird. Das okay. Eva, du hast doch sicherlich nichts dagegen, dass wir das wieder ändern, oder? Hm?
also verstehen kann ich das schon. Es ist ja immerhin das Haus deiner Eltern und ja, du hast es von ihnen geerbt. Ja. Ich kann ja verstehen, dass der Herr Wagner sein Haus wieder auf sich überschreiben lassen will. Aber er hat es schon ein bisschen eilig. Das kommt mir schon ein bisschen seltsam vor. Aber wir wissen alle nicht, was der Mann alles durchgemacht hat. Vielleicht gibt ihm das einfach nur ein bisschen Halt. Nach dem Besuch in der Kanzlei startet Mark noch einmal einen Versuch, seine Kinder wieder auf seine Seite zu ziehen. Doch sein Familienpicknick schmeckt dem 17-jährigen Paul und der 14-jährigen Nele überhaupt nicht. Ach Gott, also, wenn ihr so eine schlechte Stimmung verbreitet, dann bringt das ganze Picknick doch nichts. Also, können wir auch wieder einpacken, oder? Dafür bin ich auch. Bin ich froh, dass dieser Happy Family Kack jetzt endlich vorbei ist. Also Nele, wirklich, so einen Kommentar kannst du dir doch echt sparen. Nee, sie hat ja wirklich vollkommen recht. Ich meine, ihr braucht gar nicht so zu tun, als wenn es Frederik nie gegeben hätte. Ehrlich gesagt kann ich euch total verstehen. Was? Naja, ich weiß ja, dass ich 10 Jahre nicht bei euch war und dass ich quasi wie ein Fremder für euch bin. Aber meint ihr denn nicht, dass ich gern bei euch gewesen wäre? Ich habe doch alles verpasst. Dabei hätte ich so gern gesehen, wie ihr aufwachst. Ihr bedeutet mir wirklich sehr viel. Und als meine Erinnerungen zurückgekommen sind, da habe ich sofort meine Sachen gepackt und bin zu euch gekommen. Könnt ihr mir nicht eine Chance geben? Lernt mich doch erstmal kennen. Und dann könnt ihr doch immer noch entscheiden. Oder? Stimmt, eigentlich kennen wir dich ja gar nicht. Ja, also wir können ja mal ins Stadion gehen, wenn du Lust hast. Also ich glaube schon, dass ich ganz okay bin. Du wirst schon sehen. Und das mit dem Stadion ist wirklich eine gute Idee. Das würde mich sehr freuen. Wisst ihr was? Lass uns doch einfach noch mal von vorne anfangen, okay? Okay. Ja. Super Idee. Eva weiß, dass sie sich endlich zwischen Mark und Frederik entscheiden muss, damit auch die Kinder wissen, wo sie hingehören. Und als sie nach Hause kommt, wird sie bereits vor diese schwere Wahl gestellt. Jetzt würde ich ganz gerne kurz mit eurer Mutter alleine sprechen. Mann, immer das Gleiche. Okay. Hey, es wäre auch schön, wenn du uns mal alleine lassen könntest. Nein, warum sollte ich denn? Weil ich das Recht habe, allein mit meiner Frau zu sprechen, so wie du das die ganze Woche tun konntest. Ich werde nirgendwo hingehen, denn das ist jetzt wieder mein Haus. Verstanden? Hey Freddy, du, ich bin total froh, dass du da bist. Die Kinder, die haben dich unheimlich vermisst. Gut, wenn es schon nicht möglich ist, alleine unter die Augen zu reden. Eva, es tut mir leid, wie ich mich letzte Woche aufgeführt habe. Ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen. Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Heute ist doch unser Hochzeitstag. Oh mein Gott, den habe ich total vergessen. Ich habe es mir noch gedacht. Ich verspreche es, ich mach's wieder gut. Ich verspreche es dir. Dann gib uns doch eine Chance. Ich will meine Familie wieder haben. Ihr fehlt mir. Du solltest endlich mal verstehen, dass ich vor dir hier war. Wäre der Tsunami nicht gewesen, wäre ich gar nicht weg gewesen. Und dich würde es in dieser Familie überhaupt nicht geben. Okay, gut. Du hast die Familie unterstützt. Ein paar Jahre lang. Vielen Dank. Aber das ist meine Familie und nicht deine. Also hör mit diesem Gesäusel auf und zisch endlich ab. Mein Gott, jetzt hört doch auf. Das bringt doch so gar nichts. Eva, er hat recht. Du musst dich entscheiden. Er oder ich. Ja, das ist aber nicht so einfach. Doch, es ist so einfach. Wir können hier unmöglich zu 5 zusammenleben. Und das weißt du auch. Ich kann jetzt aber hier keine Entscheidung treffen. Ja, aber wie lange willst du das denn noch hinauszögern? Das hilft doch keinem. Du machst uns alle nur unglücklich. Dich vielleicht. Aber mich doch nicht. Eva, du musst dich entscheiden. Gut. Wenn du mir keine andere Wahl lässt, dann bleibe ich bei Marc. Bist du jetzt zufrieden? Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Ich komme morgen vorbei und werde meine Sachen abholen, wenn ihr nicht da seid. Es ist vermutlich die beste Entscheidung, Freddy gehen zu lassen, obwohl es mir das Herz bricht. Aber
ich bin das Marc irgendwie schuldig. Zwei Wochen lang hat Frederik, der zweite Ehemann von Eva, um seine Frau gekämpft. Nun muss er als Verlierer das Feld räumen. Als er im ehemals gemeinsamen Haus seine Sachen holen möchte, trifft er unerwartet auf seinen Nebenbuhler Marc und ertappt ihn bei einem verfänglichen Telefonat. Don't worry, baby. Coming back soon. Yes. Okay. Was fällt dir ein, einfach hier so einzuschleichen? Hey, beruhig dich mal. Ich wollte nur mir ein paar Sachen abholen. Dann musst du gefälligst einen Termin mit mir machen. Das ist jetzt quasi mein Haus. Du kannst ja nicht mehr einfach rein und rausspazieren, wie es dir gefällt. Ist ja... Gib mir den Schlüssel. Ist ja gut. Aber mit wem hast du da eigentlich telefoniert? Willst du zurück nach Thailand? Das geht dich überhaupt nichts an. Gib mir den Schlüssel, verdammt noch mal. Ach, spinnst du? Jetzt vermiss dich. Raus hier. Nein. Erst wenn du mir sagst, was du vorhast. Und wer war die Person am Telefon, hä? Das geht dich überhaupt nichts an. Das spinnst du. Ja, du hattest deine Chance. Fass mich doch nicht an, du bist doch wahnsinnig. Raus hier, los. Raus. Ich brauche noch meine Sachen. Wehe, wenn du Eva wehtust. Wieso sollte ich Eva denn wehtun? Fass mich nicht an. Komm, verschwinde hier. Du bist raus. Doch wahnsinnig. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Beruhig dich und mal, und halte dich in Zukunft gefälligst von meiner Familie fern. Das ist doch wahnsinnig. Feierabend, Monsieur. And if somebody hurts you.